Neue Dimensionen Rocket League. Schaut mal auf die Bildschirmauflösung. Mit dabei der Marco alias Redfire, René und Peter. Hallo. 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 So, wir haben eigentlich vorhin schon mal ein Match gesucht, aber echt keinen Beitritt gehabt. Mal gucken, ob das jetzt und heute besser funktioniert. Momentan nur Probleme mit dem PC und auch mit der Internetverbindung. Also, wenn alles auf einmal kommt, dann richtig. Ja, und dann hast du wieder 2 Jahre lang Ruhe. So sieht das bei mir immer aus. Wie sieht es bei euch sowas aus? Probleme, nicht so viele. Noch nicht. Du hattest doch Probleme mit dem Headset. Ja, das. Aber das sehe ich nicht zum Computer. Warum? Ist doch, ja, immer. Ja, es funktioniert. Ich bin schon mal in der Kann ja eigentlich drin. Jeder machen, wie er will, ne? Richtig. Zwei Semi-Profis. Okay. Wollte gerade sagen, auf jeden Fall sind die Gegner stark. Scheinlich schlechter als die, die wir eben gehabt haben. Ey, es kann nicht sein. Wer hat mir das nicht so weggeschmissen? Danke, Redfire, für das erste Tor. Tor! Ja, wie geplant. Ja, ja. Ja, aktueller Stand bei meiner Technik. Das neue Mainboard scheint defekt gewesen zu sein. Ich habe da 2 externe Festplatten angeschlossen. Das mochte das Mainboard irgendwie nicht, warum auch immer. Und jetzt hoffe ich, dass ich ein neues bekomme. Deswegen habe ich jetzt noch das alte Mainboard drin. Das ist immerhin zuverlässig gewesen. Die Ecke kam mir jetzt bekannt vor. Und das läuft zumindest. Ja, und deswegen kann ich heute wenigstens ein bisschen was aufnehmen. So ist es jetzt nicht. Mitte. Design. Wow. Alles klar. Lol, mein Tor. Ja. Und deswegen kam gestern wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich das Samstag schaffe. Müsste ich eigentlich, weil heute spielt Deutschland gegen Italien. Und ich war auch auf Entzug, das habe ich gemerkt. Ja, heute. Ja, ihr müsst denken, die Aufnahme kommt morgen. Ich dachte, keiner meiner Gäste versteht das immer. Meinst du mein letztes Mal so, hä? Ja, das habe ich gesehen. Ja, gut. Ja. Da hat er schön die Aufnahme ruiniert. Ja, direkt am Anfang. Ja, ihr seid aber auch nicht besser gewesen. Ja, das kann man rauskacken. Wie war es direkt klar? Ich habe heute gesagt. Du hast gesagt, dass und das gestern hat England, kann, nicht auch England, wieder rauskacken. Belgien gegen Wales gespielt. Ja, und wer hat gewonnen? Ich tippe auf Belgien. Wissen wir auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ich tippe auf Belgien. Ich auch. Also Wales würde mich schon ein bisschen überraschen. Wie fandet ihr das Spiel Portugal gegen Polen? Ich hab's nicht geguckt. Portugal gegen Polen? Ich hab's geguckt, aber es war irgendwie leicht vorhersehbar. Portugal hat irgendwie scheiße gespielt, finde ich. Ja, danke. Ich fand beide Teams jetzt nicht wirklich herausragend. Das war dann irgendwann klar, dass es auf den Elfmeter hinausläuft. Und das habe ich dann nicht mehr gesehen. Ich habe nur am Ende noch gehört 5-3. Und mein Arbeitskollege konnte ich da ein bisschen nerven mit. Polen raus! Der ist nämlich Polen! Wir haben damit heute unsere Lehrerin geärgert. Echt? Ja. Wir auch. Warum? Nein, die Polen nicht. Ist Polen. Ich hatte uns die ganze Zeit im Unterricht gesagt, Polen wird eh gewinnen und mindestens ins Halbfinale kommen und alles. Wir haben halt gesagt, nee, schafft sie nicht. Und dann haben wir es halt geärgert. Okay. Aber ich hoffe ja, dass die es nochmal mindestens ins Halbfinale. Also wenn kommen. Die Frankreich schlagen, dann haben die dann, in meinen Augen auch, dann haben sie auch realistische Chancen auf den dann macht ihr Tipico-Account und setzt für Europameister auf Island. Es gab, glaube ich, in der Premier League gab es letzte Saison einen Meister, der ist aufgestiegen und ist direkt Meister geworden. Ja, ich bin hier. Vorlage. Schönes Ding. Schöner Pass. Danke. Also neue Hardware für die, die es interessiert. Eine GTA 1080. Und die toppt echt alles. Also es ist unfassbar, was die toppt. Peter kann ja den Quervergleich mal mit einer 980 Ti, also quasi die Vorgänger Grafikkarte, ja, erläutern. Weil da konntest du noch nicht so wirklich, 4K konntest du auch schon zocken, Formel 1, oder? Ja, aber habe ich nie gemacht. Ach, hast du nie gemacht. In was für einer Auflösung hast du gezockt? 1080. Weißt du, wie viel FPS also, du hattest? Weiß ich gar nicht. Habe ich nie darauf geachtet. Okay, schade. Hätten wir jetzt einen Quervergleich gehabt. Ich glaube, meine soll 30% oder so besser sein, kann das sein? Das habe ich auch gelesen. Alles klar, 4 Bot. Oh, das war's dann mit dem 4 Bot. Ist nicht eigentlich, wie heißt?
Die 1070 schon draußen? Die 1070 ist auch schon draußen, ja. Die ist ja noch, die müsste eigentlich guck ganz mal, wie bei den ein bisschen Stats, schlechter sein als die 1080. Guck mal, wie bei den Stats schön die Tore sind. 3, 2, 1, 0. Was heißt ein bisschen schlechter? Ja, die 1070 ist ja quasi auch... Sie ist ja auch neu, ja. Aber sie hat nicht diesen schnellen DD5-RAM oder was das auch immer ist, glaube ich, drin. Also die 89 ist auch ein bisschen besser als die 79. Ja, natürlich, so ist es immer, ja. Aber die kostet ja auch noch schlappe 500 Euro. Ja. Auf jeden Fall ein Schnäppchen. Also ich habe mal ein Testvideo gesehen von Doom. Da war die übertaktet und da war sie, glaube ich, noch 20 FPS schlechter als die 1080 und die war nicht übertaktet. Okay. Bei Full HD. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Grafikkarte, die 1080, auf jeden Fall 4K-tauglich ist. Stark. Auf das auf jeden Fall. Sag mal, können die mal aufhören, dauernd zu laden. Also das Spiel könnte zweistellig werden. Das glaube ich auch. Und ich habe 170 Punkte, yay. Ich habe 150 Tore. 870. Okay. So, mach das. Sag doch, ich ja, geh. Okay. Den eskaliert halt noch mehr. Ich glaube, die leften alle wegen dem Spielstand. Ja. Ja, ja. Ich hab Tor. Stark. Gern geschehen. 1010 Punkte für Red Fire, also für Marco. Ja. Jawohl. Ja. Oh. War klar. Oh. Das war absehbar. Ja, wie geplant. Und ich geh da hinten! Nee, du Ausnahmetalent. Ich muss da selber springen. Ach so. Okay. Ich dachte, ich spring dafür ein. Ach so. Nein. Muss ich ja selber springen. Ja, das müssen wir erstmal wieder Leute suchen, ne? Ja. Ja. Ach, such dir die neue Map. Oh. Wir haben schon welche. Das erste Mal auf der neuen Map. Und die Map, wo Bugs gibt. Bugs. Philipp, hoffen wir mal, dass es jetzt keine Bugs gibt, ne? Und das war so ärgerlich, weil es ein Rank-Spieler noch war, ey, boah. Aber wir wurden aber nicht abgestuft dafür. Das wäre übel gewesen. Ja, das war unfair gewesen. War dann das ganze Spiel über der Ball unter dem Ding? Richtig, unter den ganzen... Wie habt ihr das hinbekommen? Auf einmal war der da unten. Der ist durch der Schnell durch den Boden geglitscht. Einfach runtergesackt. Ja, der ist von hier so gefallen und runter. Und dann war er weg. Und dann war er unter dem Boden. Mitte. Oder auch nicht. Doch. Kann sein, dass du irgendwie ein bisschen mehr schwerelosig ist. Das glaube ich auch bei der Map, ja. Keine Ahnung, bei der Ballkrieg so. So gering ist und der erste der left, ich verstehe warum die left, nee, das war der Bot. Ah, das ist jemand gejoint. Wow. weg mit dem Ball, danke. So, wie geplant, genau. Gegner macht die Arbeit, ne? Mit der kannst du ihn reinhauen. Ich hab's probiert. Schade. Was labert der eigentlich manchmal für eine Scheiße? Japanisch. Ja, dann weiß ich ja auch. Ich hab die Sounds aus, also nee. Crafting hat, glaube ich, Crafting hat letztens gesagt, welche Sprache sprechen die. Was denn? Nein. Oh, was ein Lack. Ich finde die Map ein bisschen kompliziert, ey. Gerade so wegen der Seite hier. Aber wenn man Rocket Labs kann, sollte man die Map auch können. Irgendwie. Eigentlich ja. Oh, Alter, kann der bei meinen. Es gibt eine Map bei Rocket Labs, die ist so nice. Ja, aber eine andere, die ist richtig nice. Welche? Cosmic heißt sie. Als ob ich wüsste, wie die heißen würde, wie die aussieht. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache hier keine Aktion heute. Wow. Ich auch nicht. Ich wurde gerade schon weggestoppt. Ich mache nur die Stunts nach dem Torschuss immer. bei der Map, da stehen die Tore auf so einem Plateau. Score 1. Aber ich finde den Scoreboard oben geil. Ja. Hätte man auch bei jeder machen können. So, bitteschön. Meine Vorlage. Danke. Nein, Philipp hat mir Punkte. Also so ein Ball muss man auch annehmen, ne? Ja, so ein Ball musst du auch vorlegen können. Ach, Philipp. Ja? Oder die Vorlage hattest... Also hattest du vor der Vorlage 0 Punkte. Oder wie? Ja. Scheinbar, ne? Vorlage gibt's doch 50. Ich sag ja, ich spiel nur mit heute. Ich mach keine Aktionen. Philipp muss sich erst noch einspielen. Nee. Nachdem was alles mit der PC war. Wir das haben uns ja eigentlich schon. Das ist so ärgerlich, ey. Das hat dienstags angefangen und ging bis Freitag durch, ey. Obwohl, heute ist Freitag. Ja, heute ging's auch noch durch. Mit mir.
Schöne Vorlage. Und alles wegen so einem PC. Ja, nur weil man das gesamte, einfach seine ganze Hardware einfach mal austauschen möchte. Weil im Normalfall habe ich gedacht, das dauert vielleicht maximal 2 Tage. Weil auf Max. Weil so viel Vorrat habe ich dann noch aufgenommen. Und dann hat es auch länger gedauert. Ja, wir waren uns eigentlich waren wir uns nicht sicher, ob das Mainboard ist oder der Prozessor. Aber wir glauben, dass es das Mainboard ist. Weil. Okay. Weil der hat ja gar nichts mehr gemacht. Sonst würde sich wenigstens so das BIOS sich melden. So, auch nochmal hochhalten. So, Redfire. Mach was draus. Ja, null Boost. Mach was draus, hab ich gesagt. Jetzt gern noch paar mehr. Aber das Wichtigste ist eigentlich auch. Benni! Ah, scheiße. Das Wichtigste, was ich immer noch gut habe, ist in der SSD. Sonst könnte ich das nämlich nicht hier so aufnehmen, wie ich das jetzt hier gerade aufnehme. Warum war das jetzt ein Volley-Treffer? Volley ist doch Punkte. Oh, auf die 10 kann ich auch verzichten. So viele Volley-Treffer. Warum fange ich eigentlich noch an zu fliegen, wenn Redfire in der Nähe ist? Ja gut, Volley heißt ja in der Luft. Ja. Ja. Ah, ja. Eben. Sorry. In Volley nehmen. In der Luft nehmen. Oder aus der Luft nehmen. Nein. Ach ja. Gott. Ich wollte einen Fallrückzieher machen. Ja, Philipp hat den Ball im Loch berührt. Ja, und macht hier Stanzio-Übungen hier oben. Schönes Ding! Ja, Schuss. Oh. Ja. Nein! Kann nicht sein. Ach, wir führen 2-1. Ja, wir führen 2-1. Ja. Ich hab irgendwie nur das erste Punkt bekommen. Also wir haben auch gerade mal so eine Testaufnahme gemacht, um zu gucken, wie groß die Datei wird. 8 Minuten, 80 GB. Bei 2 Terabyte haben wir ungefähr ausgerechnet, wie lange wir theoretisch spielen können. Wow! Stark! Ja, ich bin gerade voll gegen die Wand geknallt. Was hast du gesehen, dass du am Mitte? Mach viel zu hoch. Ja. Viel zu hoch, ey. Viel zu hoch und viel zu nah an der Wand. Also ich sag Deutschland, Italien 2. Was hab ich jetzt getippt? Muss ich gleich mal auf mein Board gucken. Ich glaube 2-1 habe ich getippt. Ja, der Statistik müsste man eigentlich sagen Italien. Ich glaube irgendwie 2-1 Italien. Ich hab da so ein Gefühl. Ich sag, das wird ein ganz schweres Spiel für beide Mannschaften. Das wird kein Selbstläufer für keinen der beiden. Wir müssen auch noch tippen für Island, Frankreich. Da sage ich mal 3-0 Frankreich. Oh, nee, mindestens 1-0 macht Island. Die Franzosen spielen so stark. 3-1. Island auch. Aber wenn man so nimmt, muss Italien dann auch nicht aufgewinnen. Die haben ja Spanien mit, Er wird verklaut immer die schönen Dinger, ey. Hey. Weil ich war in der Nähe. Laut. So. Ja, du warst in der Nähe. Ja, da ist es vielleicht dran gewesen. Ich habe mir das angewohnt, immer da zu stehen, wenn der Ball kommt. Ich weiß einfach immer, wie der Ball fliegt. Ich weiß nicht wie. Jo, Philipp, haust du ihn wieder? Bitte? Schönes Ding. Gerne schön. Ich habe noch ein paar Flugstunts gemacht. Jetzt bin ich auch noch letzter. Yes! Ich bin einfach mal gespannt, wie lange das zum Rendern dauert. Also mit dem neuen Prozessor weiß ich's. Aber mit dem alten weiß ich's halt nicht. Wie viel mit dem neuen? Mit dem neuen braucht der, ich glaube, 3-mal so lang, wie das Video ungefähr ist. Okay. Das sieht nicht auch als Boden da oben, okay? Ja, nee, weil er auf den Kante drauf gegangen ist. Als wenn ich ganz hin. Ich bin ganz rechts, ich gehe schon. Ich bin auf dem Bildschirm raus. Ich bin vorne. Ich bin auf dem Bildschirm rausgeflogen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Wollten alle.